Ich glaube, Kirche und Sumpfpfad sind ungefähr zur gleichen Zeit verfügbar. Weil die Uhrzeiten, die auf dem Schild beim Sumpf stehen, die stimmen offensichtlich nicht. Ich glaube, ab 18 Uhr sind beide verfügbar. Da müssen wir das Quiz, glaube ich, richtig beantworten. Die erste Frage war schon nicht ganz ohne, ne? Ich bin gespannt, was da noch für Fragen kommen. Und die Sumpfpfad kriegen wir schon hin. Rauchen, genau. Aber ich muss auch essen. Haben wir zufällig... Ich glaube, ich habe einen Hotdog dabei, oder? Ja, Hotdog. Selbstbräuner, weil ich glaube, der ist verbuggt und funktioniert nicht. Also warum nicht? Und normale Zigarette. Und, ja, er hat sich rein teleportiert. 16 Uhr, wirklich? Ich riskiere es. Ich riskiere zwei echt lange Ladezeiten. Nur um dann frustriert festzustellen, dass er doch nicht da ist, wo er sein soll. Aber schauen wir mal. Jetzt habe ich einen Ohrwurm von diesem Die Gedanken sind Freilied. Nein! Ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Der geht irgendwie... Ich hab das Gefühl, der geht... Der ist bis ungefähr 14 Uhr Priester. Dann geht er 2 Stunden lang rauchen. Dann verkriecht er sich 2 Stunden lang in seinem Hinterzimmer. Und dann ist er nochmal 2 Stunden Arzt. Ich glaube, so ist der Tagesablauf, der Tagesrhythmus von diesem Priester-Arzt-Kerl. Tja... Felix, danke fürs Abonnieren. Das ist super nett, dankeschön. Ah, ich hätte echt gedacht, dass wir in einer Stunde fertig sind, Mensch. Das bringt meinen ganzen Zeitplan durcheinander. Das dauert doch immer alles länger, als man denkt. Ich meine, ich habe die Mission auch vergessen, die uns jetzt fast eine Stunde beschäftigt hat. Fast eine Stunde, ey. Fast eine Stunde nur Hunde und Alligatoren kaputt betäuben. Oh Mann, ey. Also gut. Nochmal eine normale Zigarette rauchen. Tja, 18.15 Uhr sollte reichen. Zach, how about we grab a bite to eat? Zach, it appears to be closed. Let's come back. What? It appears to be closed? Will du mich jetzt verarschen? Wirklich? Ist die Kirche... Was für ein Tag ist denn heute? Freitag. Freitag hat die nur bis 5 geöffnet. Ah, ich hoffe, wir können wenigstens das Sumpfrennen 5 machen. Weil dann müssen wir jetzt schnell das Wochenende einfach im Hotel verpennen. Klingt nach einer ziemlich guten Idee. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, Chuck. Chuck steht nicht da unten. Chuck ist nirgends zu sehen. Looks like a case of bad. Let's come back. Ach, ich befürchte, wir müssen am Montag alles nochmal machen. Okay. Also nicht alles nochmal machen. Die Quest mit den 30 von jeder Art haben wir. Keine Sorge. Aber hier nochmal zur Kirche und zu ihm. Na dann. Auf ins Hotel. 2 Tage durchschlafen oder sogar 3. Im Grunde. Und dann schauen wir weiter. Düt, Vorsicht. Diese Ladezeiten. Ich habe das schon im Fallout 4 gesehen.
so gehasst und so kritisiert. Und hier in dem Spiel kritisiere ich es auch. Wenn ich irgendwo schnell hinreise, hätte ich echt gern die Option, ob ich davor oder direkt gleich ins Gebäude schnell reisen will. Weil sowohl bei Fallout 4 als auch hier ist es halt in 90% der Fälle so, dass man irgendwo hinreist und dann betritt man den Ort. Das heißt, man hat eine Ladezeit, geht genau 2 Schritte und hat dann noch eine Ladezeit. Und das könnte man sich sparen, wenn im Schnellreisemenü einfach nur eine kleine Option wäre für innen oder außen und fertig. Oder wenn das vielleicht separate Schnellreisepunkte wären oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall könnte man dem Spieler da so viel Zeit ersparen, Mensch. Mit so einer Kleinigkeit. So, Sonntag. Und Montag. So, jetzt gehen wir noch schnell was essen, weil wir ziemlich verhungern gerade. Und das muss ja auch nicht sein. Ach, Duschen, nee. Die Fliegen sind unsere treuen Begleiter. Das muss jetzt nicht mehr sein. Oh, wir haben ja jetzt das super neue, oder? Genau. Kryork. Das neue Supergericht. Next time. Ich weiß nicht wo, ich glaube in Thailand oder so, in irgendeinem Land, wurde jetzt von deren Version der USK, wurde No More Heroes für die Switch eingestuft. Kann sein, dass das ein seltsamer Fehler war oder vielleicht auch irgendeine Fehlmeldung oder sowas in der Art. Aber ansonsten würde das darauf hinweisen, dass tatsächlich, wie ich gehofft habe, No More Heroes, zumindest der erste Teil, hoffentlich auch der zweite Teil, für die Switch erscheint, remastered. Und vielleicht auch für andere Konsolen, durchaus denkbar. Aber da ja der dritte Teil noch Ende des Jahres angeblich erscheinen soll für die Switch, wird es natürlich Sinn machen, dass man sich vor allem auf die Switch auch konzentriert, um da vielleicht eine Collection oder die ersten beiden einzeln nochmal irgendwie rauszubringen. Ähnlich wie es auch Deadly Premonition gemacht hat. Und das finde ich so super, weil ich hätte wirklich gern als nächstes Stream-Projekt No More Heroes angegangen. Aber ich hatte so keinen Bock, die Wii auszupacken und das Ganze nochmal auf der Wii zu spielen. Vor allem, wenn ich eben schon im Hinterkopf immer die Möglichkeit gesehen habe, dass es doch noch vielleicht remastered kommen könnte. Wartet mal. Okay, der sah gerade aus wie dieser FBI-Agent in der Gegenwart. Löffelkreis, danke fürs Followen. Hä? Ich dachte, du folgst mir schon lang. So, auf zur Kirche und dann hoffen wir mal. Naja, jetzt werde ich noch ein paar Wochen warten, bis No More Heroes 1 endlich mal... Also, ob das wirklich angekündigt wird für die Switch oder nicht. Und ansonsten werde ich dann wirklich auf der Wii anfangen. Aber cool wäre es schon, wenn es für die Switch kommt. Viel Spaß beim Fuchteln. Ja, es wäre schon... Keine Ahnung. Es kam ja auch für die PS2 raus, wenn mich nicht alles täuscht. Oder was, die PS3? Ich bringe das gerade zeitlich durcheinander. Auf jeden Fall hat das ja auch eine klassische Steuerung bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber auf der Switch wäre theoretisch beides möglich. Sowohl fuchteln als auch normal spielen. Also mit Controller spielen. Ja, es ist schon witzig. Ich finde es schon witzig, dass selbst die Bewegungssteuerung in No More Heroes quasi ein Kommentar ist. Ein Kommentar auf das Spiel und die Absurdität von dem Ganzen und Bewegungssteuerung allgemein. Pitiful beyond words.
An ominous wind blows today. Ich kann euch die Bewegung jetzt nicht vormachen, weil die Kamera nicht an ist. Aber wenn ihr das mal gespielt habt und ihr euch daran erinnert, wie man zum Beispiel das Laserschwert wieder auflädt, wenn die Klinge leer wird, damit es wieder ganz straff und hart wird, damit man wieder Leute damit durchbohren kann, dann wisst ihr, wovon ich rede. Okay, schauen wir mal. Ich habe auf dich gewartet, mein Sohn. Dein Glaube hat dir den Weg zu mir gewiesen. Davon bin ich überzeugt. Nun, möchtest du die heutige Frage hören? Los geht's. Eine gute Einstellung, mein Sohn. Auch der Herr wird dies zu schätzen wissen. Wohlan, bist du bereit? Nee, No More Heroes war nur zeitexklusiv. Das kam dann auch für irgendeine Sony-Konsole raus. Mit einem Jahr Verspätung oder sowas. Die zweite Frage. Der Herr begehrt zu wissen, wie oft schlägt das menschliche Herz im Laufe seines Lebens? Antworte, oh mein verirrtes Schaf. 2 Milliarden mal, 20 Milliarden mal, 200 Milliarden mal. Also 2 Milliarden kommt mir ein bisschen wenig vor, oder? Die anderen beiden würde ich nicht ausschließen, aber ich kann es echt nicht sagen. Google sagt nur Nintendo Wii. Nee, Google lügt. In dem Fall. Da bin ich mir sicher. Aber ich google jetzt auch mal wegen dem menschlichen Herz. Aber wenn ich schon dabei bin... No More Heroes. Wikipedia sagt auch nur Wii. Weil das hieß anders. Das war das gleiche Spiel, ist aber unter einem anderen Namen nochmal erschienen. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau, No More Heroes, Heroes Paradise. Das ist im Grunde No More Heroes 1. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Veränderungen gibt oder ob das wirklich nur ein 1:1 Port war, aber so erschien das auf der PS3. So war das. Deswegen haben wir das auch geklärt. Aber jetzt wollte ich mal kurz schauen. Human Heart. Keine Ahnung. Beats Lifetime. 70, 60 bis 70. Achso, ne, warte mal. Bla bla bla. 2. Ach wirklich, nur 2 Milliarden Mal. Ich hätte jetzt tatsächlich 20 wahrscheinlicher gedacht, aber gut. ScienceAlert.com wird schon wissen. Preiset den Herrn, die Antwort ist korrekt. Das Herz eines durchschnittlichen Menschen wird zum Ende seines Lebens etwa 2 Milliarden Mal geschlagen haben. Er wird außerdem 500 Millionen Atemzüge gemacht haben und diese Zahlen gelten im Großen und Ganzen für alle Säugetiere. Egal ob eine Maus mit einer Lebensdauer von nur wenigen Jahren oder einem riesigen Elefanten. Bei Säugetieren macht weder die Körpergröße noch die Lebensspanne einen Unterschied. Jedes Leben ist gleich viel wert. Amen. Misst der Priester den Wert von Leben in Herzschlägen oder was will er mir damit sagen? Ich glaube, ich habe aus Versehen was übersprungen, oder? Mich so den Zahlen hinzugeben, hat mich dem Verständnis der Allmacht des Herrn noch einen Schritt näher gebracht. So findet man zum Glauben. Ich verstehe, Pastor. Nur ist mein Glaube offensichtlich noch nicht so stark, dass ihm meine ganze Aufmerksamkeit gilt. Woran musstest du denn denken? An Tom und Cherry, wie sie einander hinterherjagen. Und an Toms traurige Gestalt, wenn er mal wieder eine Schelte abbekommen hat. Nun, dagegen gibt es nichts einzuwenden. So viel zur heutigen Frage. Wenn du dem Herrn weiter dienen möchtest, komm morgen nach der Mittagsstunde wieder. Einmal am Tag soll deine Antwort auf die Frage des Herrn erhört werden. Okay. Geruchsbelästigung. Ja. Cool. Gut, dann fahren wir jetzt noch zum Sumpfrennen.
Ich werde immer ungeduldig, immer, immer. Wenn ich kurz davor bin, ein Spiel quasi wirklich zu beenden und dann zieht sich's irgendwie noch oder dauert länger, als ich dachte oder es dauert immer länger, als ich dachte, weil ich denke mir dann immer so, oh ja, cool, machen wir doch schnell fertig, jetzt ist eh gleich erledigt und 2 Stunden später denke ich mir dann so, Mann, ey, geht zu Ende. Und so geht's mir jetzt auch gerade. Ich will das 100% completen, aber es ist teuer erkauft. Ich sage immer 100%, aber eigentlich, wenn ich nicht alle Stempel mache, ist es das nicht. Sagen wir, es sind 2 Drittel. Sagen wir, es ist zu 2 Drittel komplett. Die Story ist abgeschlossen, ist 1 Drittel. Alle Nebenquests, das 2. Drittel. Alle Achievements wäre das 3. Drittel. Das mache ich nicht. Dafür sind mir die Achievements zu bekloppt. Da gibt es halt wirklich einige. Wirklich ungelogen, damit man wirklich die Achievements für zum Beispiel die maximale Hundeanzahl oder sowas kriegt, muss man wirklich, glaube ich, so 10 Stunden einfach nur grinden und Hunde jagen. Und irgendwie bin ich da nicht super scharf drauf. Muss ich schon sagen. So, bitte steh jetzt am Ufer und biet mir die neue You super again? Dingsi-Bumsli-Bahn an. So, noch eine Tour, dann hast du es geschafft. Wollen doch mal sehen, was diesmal für ein Tier auf dich wartet. Hehe, bist du bereit? Bringen wir es zu Ende. Also, nochmal fürs Protokoll. Irgendwo habe ich eine Zielscheibe mit einem Tier drauf versteckt. Die musst du finden und dann mit deiner Knarre ein Loch reinmachen. So großspurig, wie du dich immer aufführst, sollte das für dich doch ein Klack sein. Bling! Ach so, ich muss nochmal mit ihm reden, ne? You again? All right, the docks. Let me think. Stufe 6. Mein Gott, das springt von Stufe 4 direkt auf 6. So hardcore ist es. Schwierigkeit Doppel-S. $5. Okay, dann los. Oh, come on. Na, ist ja eigentlich wurscht. Eigentlich muss ich nur die Tierzielscheibe treffen. Alles andere ist eigentlich egal. Trotzdem hat mich der Ehrgeiz gepackt. Ah! Schnell nachladen. Wenn euch irgendwo eine Zielscheibe auffällt, die komisch aussieht, die irgendein Tier abbildet, die ich übersehe, sagt mir Bescheid. Damit ich sie zumindest beim zweiten Mal dann erwische. Ich hätte gern manchmal ein Maschinengewehr. Alligatoren abwehren. Nehmen wir die andere Pistole. Dann geht das nämlich sehr leicht. Und gibt super viel Bonuspunkte. Yeah. Ah, oh, nachladen. Ich hasse nachladen. Wer hat das Nachladen erfunden, ey? Schlimm. Nein, komm schon. Das fand ich im Mass Effect 2 schon so doof. So doof. Ich meine, die wollten weg vom Rollenspiel und hin zum Shooter. Man hat schon gemerkt. Oh, da hinten. Jawohl. Aber dass man dann mit der Story aufkommt, dass die selbstkühlenden Waffen ein Upgrade kriegen, dass sie jetzt Coolpacks brauchen, damit man quasi Munition, also damit man quasi, ne, ja, Munition im Grunde wechselt. Munitionsmagazine. Es sind zwar Cooling Pads quasi, aber von der Spielmechanik her muss man einfach nachladen. Während man früher Waffen man hatten, die nur kurz abkühlen müssen, hat man dann den großen technischen Fortschritt gemacht, dass man jetzt Waffen hat, die Kühlakkus brauchen. Auswechselbare. Also nicht wieder aufladbare. Also die muss man ersetzen.
Die kühlen sich nicht von alleine ab. Das macht überhaupt keinen Sinn. Früher hatte man quasi Waffen mit unendlich Munition, jetzt ist es begrenzt durch Kühlakkus, die man mit sich rumführen muss. Ich meine, aus Sicht des Herstellers macht das schon Sinn, ne? Der verkauft jetzt natürlich ganz viele Kühlakkus, die er vorher nicht hatte. Aber ansonsten macht es nicht wirklich viel Sinn. Vor allem so wie das im Spiel dargestellt ist, gibt es halt durch diese Kühlakkus keinen Vorteil. Weil das Abkühlen hat ungefähr genauso lange gedauert, wie diese Kühlakkus zum Wechseln brauchen. Es gibt einfach keinen logischen Vorteil. Es ist einfach Bescheid. Das war, glaube ich, sogar ganz gut, oder? Oh, wir kriegen sogar noch die präzise Kette Stufe 3. Nett! So als kleinen Bonus habe ich jetzt auch noch die höchstmögliche Punktzahl bei der Sumpfboot-Tour. Sumpftour-Belohnung bekommen. Bronze. Silber. Gold! Yes! Quasi alles erreicht, was man erreichen kann. Perfekt. Hi Katka! Ja genau, so ähnlich. Zumindest das Arbeitszimmer hat einen Bad Hair Day. Da wird nämlich gerade Mats umgeräumt und aufgeräumt und aktuell ist es ein Riesenchaos, aber die Regale werden ausgetauscht und so, deswegen steht alles voll. Deswegen sitze ich jetzt hier mit nur dem Nötigsten im Wohnzimmer. Okay, ach so, ich sollte lesen, der hat irgendwas gesagt, ich habe es übersprungen versehentlich, verdammt. Und ich dachte, ich hätte das perfekte Versteck für meine Diamantklapperschlange gefunden. Eine Schlange in einem Sumpfgebiet. Damit hätten sie mich beinahe drangekriegt. Mir ist dabei ein Film eingefallen. Avanaida, Todesbiss der Satansviper, William Fruit, 1983. Das war das Meisterwerk der weltbekannten Stars Oliver Reed und Peter Fonda. Und der Soundtrack kam von Tangerine Dream. Wirklich eine traumhafte Kombination. Aber das Beste an dem Film sind die Spezialeffekte. Etwa wie die Köpfe der Gebissenen anschwellen und sich zersetzen. Ich habe ja nichts gegen Computergrafik, aber ich vermisse irgendwie die Kreativität und den Einfallsreichtum von damals. Das geht mir tatsächlich auch so. Zum Beispiel wie die Schlange dargestellt wurde. Einfach großartig. Das war mal ein Film, der sich völlig von den Fesseln der Konventionen und Wirklichkeit losgerissen hat. Ich habe keine Ahnung, was du da redest, aber schön, dass dir meine Schlange so gut gefallen hat. Und du bist nach Lenny Clarkson der Erste, der all meine Spezialtouren gemeistert hat. Moment mal, der hat gesagt, der hat die Touren extra für mich vorbereitet und deswegen hat es immer einen Tag gedauert. Und jetzt plötzlich gibt es die Touren schon so lange, dass Lenny Clarkson die auch schon gemacht hat, oder wie? Storyhole, Plothole. Na, vielleicht muss er die erst, ich meine, ne, muss er halt trotzdem aufbauen, Zielscheiben auswechseln und so. Vielleicht entgrasen. Wenn es schon lange nicht mehr gefahren wurde durch den Sumpf. Das kann schon sein. Hier, das ist der Preis für unseren großen Sieger. Da kannst du stolz drauf sein. Hochwertige Glasperle. Warum haben Sie für die letzte Tour ausgerechnet eine Diamantenklapperschlange gewählt?
Das sind doch keine besonders ungewöhnlichen Tiere. Früher waren sie das nicht. Aber weil der Mensch sie bekämpft und ihren Lebensraum zerstört hat, wurden es immer weniger. Zeitweise hat man extra Jäger angeheuert, um ganze Landstriche von gefährlichen Giftschlangen zu säubern. Hier in Louisiana sollen sie schon ausgerottet worden sein. Verstehe, das wusste ich nicht. So eine scheiß Ungerechtigkeit. Die Kerlchen leben hier doch schon zigtausend Jahre länger als wir. Und dann kommt der Mensch, der immer nur an sich denkt und peng peng, schießt einfach alles über den Haufen. Menschen müssen immer sofort alles umbringen. Das ist der Grund, warum ich Menschen nicht leiden kann und hier alleine im Sumpf lebe. Es gab bisher nur zwei Leute, die meine Spezialtour gemeistert haben. Das ist schon was Besonderes. Also, wenn du Lust auf eine Spezialtour hast, nehme ich dich jederzeit gerne mit. Natürlich nicht gratis. Dass wir uns da nicht falsch verstehen. Er hat nicht Unrecht, Zack. Menschen töten, ständig. Aber was soll ich sagen? Wenn ich es nicht tun würde, wäre ich vermutlich arbeitslos. Voll Crusader! Dankeschön! Bis bald, mach's gut! So, wir haben es fast geschafft, Leute. Wir haben es fast geschafft. Jetzt müssen wir nochmal im Hotel schlafen. Und dann müssen wir uns, befürchte ich, in Kapitel 2 nochmal durch ein paar Dialoge klicken, die wegklicken, damit wir bei Marvin die letzte Quest abgeben können. Und dann... Yeah! Ramsi! Das letzte Schneehorn sprengt nochmal die Herzen im Glas ordentlich durcheinander. Dankeschön. Coolio. Okay. Ab ins Hotel mit uns. Und zwar schnell. Voll Crusader füllt die Herzen nochmal auf. Oh nein, eine große Herzbombe. Jetzt sehe ich es erst. Und dann setzt Ramsi nochmal mit einer großen Tröte nach. Puh, das war mal eine Bombe. Aber die meisten sind wieder drin gelandet. So.